Meine Damen und Herren, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aus Nürnberg zeigen, dass der Arbeitsmarkt sich langsam stabilisiert. Die Zahl der Arbeitslosen ist von August auf September um 110.000 zurückgegangen. Auch die Zahl der Kurzarbeit hat sich verringert, von Juni auf Juli um minus 400.000. Viele Menschen kehren also von Kurzarbeit in Vollzeitarbeit zurück. So erfreulich diese Zahlen sind, die Krise ist noch nicht vorbei. Wir erleben, dass in vielen Branchen es nach wie vor wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit der Kurzarbeit auch im nächsten Jahr Brücken bauen, um Beschäftigung zu sichern, um Unternehmen zu unterstützen, damit die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr, wenn es eine Frühjahrsbelebung gibt, auch wieder durchstarten kann. Wir erleben aber auch, dass sich durch die Corona-Krise der Strukturwandel in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft beschleunigt. Das betrifft insbesondere die Industrie und das produzierende Gewerbe, die Automobilindustrie, genauso wie den Maschinenbau. Deshalb müssen wir neben Kurzarbeit konsequent auf Qualifizierung setzen. Dazu haben wir eine Fülle von Instrumenten, Unternehmen zu beschäftigen, damit die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, durch Weiterbildung, durch Qualifizierung die Arbeit von morgen zu machen. Und was mir in diesen Zeiten auch sehr wichtig ist, wir müssen konsequent um Ausbildungsplätze kämpfen. Mit der Ausbildungsprämie haben wir einen Anreiz dafür, dass Unternehmen Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, auch wenn sie wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Das wirkt, aber es muss noch mehr wirken. Und deshalb konzentrieren wir uns jetzt darauf, nach Beginn des Ausbildungsjahres auch unvermittelte junge Leute nachzuvermitteln mit der Bundesagentur für Arbeit. Deutschland, meine Damen und Herren, ist besser durch die Krise gekommen als andere Nationen. Dazu trägt ein starker Sozialstaat bei, die veränderten Regeln zur Kurzarbeit, die Wirtschaftshilfen und auch die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit in den Jobcentern, die in diesen Zeiten vielen Beschäftigten helfen, viele Unternehmen beraten und unterstützen, damit wir tatsächlich gestärkt auch aus dieser Krise wieder rauskommen. Minister, wie schätzen Sie das denn ein? In Nürnberg ist man sich nicht so sicher, ist das jetzt die Ruhe quasi nach dem Sturm oder vorher? Wie schätzen Sie das denn ein bisschen nach vorne? Also wir hatten die tiefsten Einschläge in den Monaten Mai und April in Zeiten des Lockdowns. Das geht jetzt zurück, weil viel wieder offen ist und auch Beschäftigung wieder aufwächst. Aber wir sind noch lange durch die Krise nicht durch. Das ist die tiefste Wirtschaftskrise in unserer Generation. Es wird auch Folgen bis ins nächste Jahr haben, bis die Wirtschaft wieder durchstarten kann. Und deshalb ist es wichtig, bei aller Freude, dass der Arbeitsmarkt sich jetzt leicht stabilisiert und langsam wieder auch in Fahrt kommt, dass wir im Winter die Pandemie im Griff behalten und am Arbeitsmarkt mit dem Instrument der Kurzarbeit weiter dafür sorgen, Brücken zu bauen über dieses tiefe wirtschaftliche Tal. Herzlichen Dank.